Hallöchen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um meinen Wochenabschluss 4 und wir machen gleichzeitig auch meinen Monatsabschluss, denn ich hatte ganz wenig Ausgaben in den variablen Kosten und auch in den Geldtöpfen 2. Ich würde sagen, genug gesabbelt, fangen wir gleich mal an. Hier ist ja schon alles bezahlt, das füllen wir gleich aus. Ich habe mich da auch so ein ganz bisschen wieder vorbereitet und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu meiner Woche 4 und ihr seht schon, naja, ich habe das jetzt nicht nochmal ausgedruckt, ich habe es einfach nachgezeichnet. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, es sieht wahrscheinlich nicht ganz so gut aus, aber ich dachte, naja, wird schon gehen. Ist ja auch nur ein ganz kurzer Wochenabschluss. Also, ich hatte eine Ausgabe in den Lebensmitteln und zwar waren wir mal wieder, wie immer, bei Vivid hatte ich gar keine mehr. Ich hatte noch ganze 10 Euro. Und ich habe 9,55 Euro ausgegeben, sodass jetzt noch 0,45 drin sein müssten, gleich 0. Denn ihr wisst ja, bei mir kommt das Kleingeld immer in meine Kleingeld-Challenge. Genau. Also als allererstes haben wir hier meine Lebensmittel. Könnt ihr das gut sehen? Ja, ich denke schon. Ne? Gut. Dann schauen wir mal, hier sind die 55 Cent. Die nehmen wir natürlich gleich beiseite. Und heute ist ja auch mein Monatsabschluss, deswegen packen wir alles zur Seite und gucken mal, wie viel ist übrig geblieben. Ja, Auswärtsessen, nichts mehr übrig. Luxus, noch ganze 5 Euro, die nehme ich jetzt raus. Die können wir gleich mit verspielen. Freizeit, auch nichts mehr übrig. Molly nicht mehr. Sonstiges habe ich noch 15 Euro. Das ist sehr, sehr gut, sonst könnten wir gar nicht richtig unsere Sparspiele spielen. Und das wäre ja sehr, sehr schade. So, hier sind die 15 Euro. Ich hatte eine Ausgabe, fällt mir da gerade noch ein. Und zwar in Sonstiges bei Vivid. Und zwar habe ich, Moment, jetzt muss ich mal schauen, wie viel Geld da noch lag. Also im Moment in Sonstiges lasse ich immer sehr viel Geld übrig. Deswegen werde ich auch nächsten Monat ein bisschen weniger Geld reinpacken. Also 105,84 Euro war noch drin. 105,84 Euro. Ausgegeben habe ich nur 9,90 Euro. Und zwar wollte ich tanken. Es war aber so teuer, dass ich gedacht habe, nee, ich tanke nur für 9,90 Euro. Also dementsprechend ist mein Tank auch fast leer und ich werde bestimmt irgendwie, ich weiß nicht, morgen oder übermorgen tanken müssen. Achso, das habe ich gar nicht ausgerechnet. So, also 105,84 minus 9,9 gleich 95. Und hier ist das so, das Geld, das Kleingeld nehmen wir natürlich nicht raus, weil das liegt ja bei Vivid. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Achso, warum mache ich überhaupt jetzt schon meinen Wochenabschluss und meinen Monatsabschluss? Das liegt einfach daran, dass mein Gehalt schon drauf ist. Mich mega darüber gefreut heute Morgen und gleich gedacht, ich muss sofort meinen Wochenabschluss machen. Denn meine Umschläge sind alle leer. Also habt ihr ja gesehen, wie wenig da drin ist. Und ich muss irgendwann mal wieder shoppen gehen. Und deswegen, mein Gehalt ist da. Und deswegen mache ich meinen Wochenabschluss schon jetzt und Monatsabschluss. So, 9,55. Plus 9,9 sind gleich 19,45 Euro. Also richtig gut. Aber klar, man könnte natürlich auch bis Sonntag warten damit. Aber da ich das schon von Anfang an so mache, also sobald mein Gehalt drauf ist, gibt es bei mir den Monatsabschluss, mache ich das diesmal auch so. Und dieses Mal passt es mir besonders gut, weil halt auch nicht mehr viel Geld drin ist. So, ich hatte aber auch hier ein bisschen Ausgaben. So. Gesamt. Ich wollte mich nochmal für die ganz vielen lieben Kommentare immer unter meinen Videos bedanken. Also, ihr glaubt gar nicht, was das für eine Freude ist, das zu lesen. Also, jeder, der selber diese Videos macht, der weiß, dass, wie gut das eigentlich tut. Also, das wollte ich mich nochmal bedanken für. Jetzt habe ich natürlich wieder die Summe vergessen, aber wir rechnen das mal eben im Kopf. Müssten 19,45 sein, also finde ich sehr, sehr gut. Ja, dann gucken wir mal. Und zwar, entweder gebe ich Geld aus in Haus und Garten ganz viel, oder aber, was ist meine größte Leidenschaft? Ihr wisst es,
Kleidung plus Stoffe. Und zwar, ich habe mir einen ganz tollen Softshell-Stoff genäht, gekauft. Noch habe ich ihn nicht genäht. Ich muss ganz kurz schauen, wie viel Geld ich da drin hatte. Und ich möchte mir auch eine so eine schöne Jacke nähen. Und dafür brauchte ich noch Innenfutter. Also ihr wisst ja, letztes Mal habe ich 68 € ausgegeben für meinen, ich schaue mal ganz kurz, für meinen, ach 31 waren das genau. 31, eigentlich müsste ich das wissen, denn was soll ich sagen, diese 31 habe ich auch ausgegeben, also 0. Also ich brauche ja immer so einen Innenstoff. Ich mag das gerne so, wenn es außen so eine Farbe hat und innen so eine Farbe. Und da brauche ich natürlich noch Innenstoff. Und da ich für meinen Sohn einen richtig neongrüne, grünen Stoff habe ich gekauft, auch Softshell. Und da brauche ich natürlich auch noch ein Innenfutter. Und wie das denn so ist, wenn man am Stoffladen ist, man findet immer irgendwas. Jeder, der von euch gerne näht oder irgendein anderes Hobby hat und weiß, man ist in diesem Geschäft, man muss einfach mehr kaufen, als man geplant hat. Und deswegen habe ich das diesmal ganz geschickt gemacht. Ich habe ja für meinen Sohn natürlich auch einen Spartopf und da waren 176 € drinnen und ausgegeben habe ich davon, Moment, ich habe es aufgeschrieben, 63,30. 63,30. Das heißt, ihr müssten jetzt noch 100. Warte mal, das können wir noch im Kopf, oder? Nee, das ist mir zu kompliziert. Also hinten kommen auf jeden Fall 70 hin. Also 100. Ja, und da habe ich gedacht, ich habe auch so einen Schlaf neuen, also Theo, also mein Sohn ist ganz schön gewachsen in letzter Zeit. Das heißt, die Schnittmuster, die ich für einen Schlafanzug für ihn hatte, die sind zu klein geworden. Und deswegen brauchte er ein neues Schnittmuster. Und dann habe ich so tolle Shorts gesehen zum selber nähen, so aus Musselin. Das ist so. Das kennt man ja jeder, der vielleicht ein Kleinkind hat, ein Baby hat, der hatte diese Spucktücher. Und daraus kann man aber in so ganz tollen Neonfarben ganz tolle Shorts nähen. Sobald ich das fertig habe, blende ich es einfach mal ein. Ich hoffe, es interessiert euch. Wenn nicht, einfach weggucken. Und ja, ach so, hier ist schon wieder ein Fehler. Das heißt, hier sind nur noch 112 € drin, denn die 70 Cent nehmen wir natürlich auch raus. So, und das war's. Das heißt, da haben wir 30, 4, 9. Also 94, 30. Ich hatte überhaupt keine Einnahmen, aber es war auch eine ganz kurze Woche. Also, das entschuldigt das vielleicht. Das heißt, wir haben hier noch gesamt, also wir haben ausgegeben insgesamt 94,30 plus diese 19,45. Sind wir knapp über 100? 113,75 €. Und ich würde sagen, das war doch eine ganz gute kurze Woche. Ich will das nochmal ganz bisschen markieren. So. Dann tragen wir das. Also, wir machen erstmal den Wochenabschluss zu Ende, würde ich sagen. Und dann machen wir den Monat. Oder machen wir das jetzt eben mal zusammen? Ich denke mal, wir tragen das hier mal eben ganz kurz ein. Das geht ja nur wirklich. Oh, na toll. Ich habe mir da schon gedacht, dass ich dagegen husche. Aber ich dachte, naja, ich dachte, vielleicht klappt es doch. Also, wir tragen das mal ganz kurz ein. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Also, Datum war gestern. Na toll, was ist denn heute überhaupt für ein Datum? Das kommt, wenn ich aus der Nacht komme. Dann hatte ich einen Tag frei. Heute müsste. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ist heute der 5. Ich nehme jetzt einfach den 25.04. Aber ich weiß, es wird, daran seht ihr das. Wahrscheinlich stimmt das überhaupt gar nicht. Warte mal, das muss ich mal eben ganz kurz schauen. 23, 24, 25, 26. Naja, dann lassen wir 25 stehen, ist ja egal. Und zwar für Stoff haben wir ausgegeben, dann insgesamt, was habe ich gesagt? 64 dann ja, ne? Minus 64 sind noch 112 €. Und da schauen wir auch mal eben ganz kurz nach, ob das denn noch der Fall ist. Und müssen natürlich das Kleingeld rausnehmen. So, Sohnemann, habe ich gleich hier oben. Also das muss auch wieder dringend gefüllt werden. 110.
Und 112,70 Euro. Das stimmt, die 70 Cent kommen mit in die Kleingeld-Challenge. Die packe ich weg. Und bei Stoff können wir leider nichts nachzählen, denn es ist ja nichts mehr drin. Können wir es nur eintragen. So, Kleidung und Stoff ist leer. Das war's. Dann tragen wir das hier nochmal kurz ein. Kleidung, Geschenke, doch. Jetzt muss ich ein bisschen mehr nach hier nehmen, sonst könnt ihr das nicht sehen. So, also wir nehmen auch wieder ja, den 25.04. für Stoff. Das waren noch 31 Euro drin und mal wieder sonst 0. Also ich glaube, da werde ich nie hochkommen in dieser Rubrik. Weil ich liebe das einfach. Ich würde sagen, wir machen erst Zahlen und Daten, Fakten, sage ich mal. Und dann spielen wir. Ich würde sagen, gut, wir müssen doch, glaube ich, erst spielen, weil ich muss ja das hier noch ausfüllen. Wir fangen mal eben hier an und dann füllen wir das aus. Es wird wie immer ein bisschen chaotisch bei mir. Es tut mir leid, aber so bin ich halt. Also Lebensmittel haben wir ausgegeben? Nichts. Alles. Vivid auch. Auswärtsessen auch. Molly auch. Luxus hatten wir 5 Euro übrig, ne? Da waren noch 5 Euro drin. Freizeit nichts. Und Sonstiges haben wir noch übrig. Das waren ja eben einmal die 15 Euro. So, 15 plus 95,94 heißt 110,94 Euro. Das ist ganz schön viel, was da noch übrig ist. 110,94. So, das heißt, wir... Das können wir ja mal eben zusammenrechnen. Das heißt, 115,94 Euro sind übrig. Das muss ich mir überlegen. Ich möchte gerne einen Teil davon mit in den neuen Monat nehmen. Und zwar diese 95,94. Das ist immer so mein Problem. Hier stoppt es dann immer. Wie habe ich das denn eigentlich letzten Monat gemacht? Ich muss mal ganz kurz schauen. Aber ich nehme euch jetzt einfach damit. Dafür ist das Video nicht so lang. Ich denke mal, das ist für euch in Ordnung. 93, 166, 98. Ach so, ich kann ja reinschreiben hier, was ich noch mitnehme. Mit in den neuen Monat. Das ist eine gute Sache. Also, dann nehmen wir, ich schreibe hier einfach hin Konto. So, das sind diese 95. Komma, was war es jetzt? 49. So, die nehme ich mit. So, und jetzt können wir das. Ah, jetzt habe ich das nämlich. Jetzt können wir das hiervon abziehen, weil ich darf es ja nicht zweimal abziehen. 1045 minus 115,94 sind gleich 929,06. Also, ich habe ausgegeben in den Variablen, also in den Umschlägen für Variables, 929,06 Euro. Dann kommen wir zu meinen Geldtöpfen. Das heißt, am Anfang des Monats packe ich ja überall ein bisschen Geld rein. Das ist im Moment nicht so viel. Aber ich habe ja einmal von meiner Selbstständigkeit einen hohen Betrag überwiesen bekommen. Und dadurch konnte ich da ja noch mal ein bisschen mehr reinpacken. Das sind 860 Euro, also richtig, richtig viel. Dann kommen wir zu meinen Fixkosten. Ihr seht das, 1270 Euro. Und die Challenges, die machen wir jetzt. Und ich glaube, so wird ein Schuh daraus, würde ich denken. Gut, dann kommen wir jetzt erstmal zu den Challenges. Und danach gucken wir, was noch übrig ist. Ja, dann brauchen wir mal eben diesen hier. So, und schauen mal hier, was ich... Also, dieses Geld packe ich mit in meine Challenges. Und das Kleingeld hier, was diesen Monat echt wenig ist, das ist 1,20 Euro, 1,25 Euro. Denn am Ende des Monats hätte ich hier auch ja 1 und 2 Euro und sowas alles. Pfand hatte ich nicht.
reingetan. Das mache ich immer. Ich kann das gleich mal zeigen für alle die, die meine Videos vielleicht noch nicht so gut kennen. Wenn man das mal sieht, 11,75 Euro. Das liegt daran, dass ich halt ja sämtliches Kleingeld hier mit reinpacke. Da dieses hier aber, also ich nehme da keine Scheine mit in meine Box. Hier ist 1,25 Euro. Genau. Ja, ist so. So, das packen wir hier mal eben rein. 1,25 Euro. 1,25 Euro. Gut, immerhin besser als nichts. So, packen wir das hier rein. Ich glaube, ich muss das im nächsten Monat mal mit aufnehmen, meine Kleingeld-Challenge. Weil ich rechne das immer nicht mit. Und ich denke mal, irgendwann kann doch dieser Betrag eigentlich gar nicht mehr stimmen. So, dann geht's weiter mit im Moment einer meiner Lieblings-Challenges. Ist meine Jahres-Challenge. Und das habe ich total einfach gemacht für all die, die das vielleicht auch machen möchten. Ich habe mir einfach süße Stempel rausgesucht. Und ja, habt ihr da einfach raufgestempelt, dann so ein bisschen mit, ihr seht das, ich habe das so ein bisschen farblich gekennzeichnet. Ja, ein bisschen, ich mag das einfach gerne, dieses Kitschige. Keine Ahnung, da kann ich wohl 100 werden und werde es immer noch lieben. Ja, ich mag das total gerne. Das sind hier von Clearly Besotted. Ich nenne es immer so, es wird bestimmt anders ausgesprochen, aber ich liebe die. Hier Oktober mit den diesen von Stamping Up. Ihr wisst immer, keine Werbung, also es ist Werbung wegen Markennennung, aber ich mache das nur, weil ich das schön finde. Gut, ich gucke mal, was wir hier, ich lege das mal ein bisschen beiseite, was wir hier so an Farben haben. Die Ameise ist total niedlich, die könnten wir mal anmalen, aber ich habe jetzt hier nur so ein helles Grau. So, und dann überlegen wir mal, wie viel Geld. So, hier unten machen wir ganz hell. Und dann hier unten ein bisschen doller aufdrücken. Wenn ihr mal Lust habt, ich meine, das habe ich schon mal gefragt, aber jetzt sind wir ja schon wirklich mehr geworden auf meinem Kanal. Und ich habe diese Umfrage ja schon lange nicht mehr gemacht. Und Geschmäcker ändern sich. Was ist euer Lieblingsspiel? Also wenn ihr jetzt sagen müsstet, oh, ich muss alle rausschmeißen, weil das Geld knapp ist. Welches Spiel würdet ihr unter gar keinen Umständen also rausschmeißen? Wenn ihr Lust habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr mal interessieren. Und das ist ja auch vielleicht für den einen oder anderen, der das durchliest, eine Inspiration, der noch nach einem süßen Sparspiel sucht. Naja, nicht schön, aber selten. Dafür gibt es auch nicht so viel Geld. Machen wir mal, ich nehme mal 7 Euro. So, dann nehmen wir mal hier den 5er. Und 7 kommt hier mit rein. Also ist auch schon einiges drin dafür, dass wir jetzt erst gerade damit angefangen haben. Hier habe ich mir einmal sogar 20 Euro reingepackt, weil ich natürlich aufholen muss. Ich habe diese Challenge extra nicht bis Dezember gemacht, denn die meisten Sachen, die man ja für Weihnachten braucht, kauft man ja schon im November. Und deswegen geht meine Challenge schon bis November. Und da ich ungefähr 500 bis 600 Euro brauche, muss ich da ein bisschen Priorität setzen. So, gewaschen habe ich ganze 4 Mal. Das heißt, hier kommen 4 Euro rein. So, die habe ich sogar hier klein liegen. 4 Euro. Also falls ihr euch wundern solltet, ich hatte ja keine Einnahmen diese Woche, wie ich denn mit euch Sparspiele spielen kann. Einmal haben wir ja eben ein bisschen Geld aus den variablen Kosten rausgenommen. Und zum Zweiten lasse ich immer so ein bisschen Geld übrig. Also ich verteile am Anfang des Monats nicht mein komplettes Geld, das mache ich am Ende des Monats, sondern ich lasse mir immer was übrig für Sparspiele. Dann kommen meine Einnahmen von davor ja auch dahin. Ich habe ja auch nicht alles sozusagen verspielt, was ich an Einnahmen hatte. Und so kommt das. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Geschirrspüler hatte ich ganz, jetzt muss ich überlegen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 4 Mal an. So, dann können wir auch hier 4 Euro reintun. Und so sammelt sich das dann immer an. Das ist immer echt ganz schön.
Wobei wir heute nicht ganz so großzügig spielen können wie, na gut, es ist aber auch keine ganze Woche und ich denke auch, ich werde kein ganzes Feld in meiner 100-Umschlag-Challenge schaffen, weil das einfach die zu hoch sind, die Beträge. Aber das ist nicht schlimm, dann nehmen wir halt die Hälfte. So, jeder kann sparen. Das ist ja für mein zukünftiges Pferdchen irgendwann mal in ganz, ganz weiter Zukunft. Vielleicht malen wir hier die Keule an. So, für, nehmen wir wirklich nur 1 Euro. Ich glaube, ich nehme noch hier diese. Dann sind das 4 Euro. Das wäre doch in Ordnung. Ich habe ein bisschen Angst, dass das sonst nicht alles klappt. Und vielleicht können wir ja doch ein Ganzes spielen. Oder wir packen noch was in meine Geldtöpfe. Oder. So, das wären jetzt 4 Euro. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Geld ich hier überhaupt noch habe. Aber da kommt gleich meine Unbekannte. Also, wir nehmen diese 4 Euro. Eins, zwei, drei. Moment. Komm her, du. Drei und vier. Super. So. 4 Euro kommen hier rein. Und falls ja nochmal, ich weiß ja nicht, ob ich das zu viel wird mit den Kommentaren, aber es ist so schade, dass man sozusagen nicht zusammensitzt und dabei quatscht, während man sein Budget macht. Dann, ja, man kann ja nur über die Kommentare miteinander kommunizieren. Was ich fragen wollte, habt ihr auch so riesige Ziele wie ich? Also ich muss, wenn ich mir tatsächlich nochmal ein Pferd kaufen sollte, ja, ich sag mal so 8.000 bis 10.000 Euro sparen. Und ich habe hier gerade mal ungefähr 160 Euro drin. Ihr seht, das ist auch ein sehr weiter Weg. Oder habt ihr eher so kleinere Ziele, so was weiß ich, was ich ein Rasenmäher jetzt als doofes Beispiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner hier meine Videos guckt und auf dem Rasenmäher spart. Aber was weiß ich, ein Thermomix oder keine Ahnung, worauf ihr spart so. Aber wenn ihr Lust habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ist bestimmt ganz lustig, mal zu lesen, was für euch so die größte Priorität ist. So, dann würde ich sagen, rubbeln wir einmal. Und ich habe es geschafft, mein ganzes Kleingeld fast wegzurubbeln. Dann hoffe ich mal, es ist wieder eine 4. 14 Euro. Das ist natürlich jetzt richtig blöd. Aber ihr wisst, ich mache das auch manchmal gerne so. Ich packe einfach mehr rein. Dieses Geld hier ist sowieso für einen Urlaub, was wir eigentlich gleich wieder rausnehmen müssen. Denn das kommt bei mir immer am Monatsende in meinen Geldtopf für Urlaub rein. Das machen wir aber gleich. Trockner hatte ich nicht und meine Puzzle Challenge. Also, wir haben hier noch 31 übrig. Also, ich muss jetzt mal ein bisschen geizig werden. Ich würde sagen, wir packen nur 1 Euro in meine Puzzle Challenge rein. Denn ich will erst mal gucken, wie das mit dem Monat hinkommt. Ich habe immer Angst, dass ich mich doch irgendwie verrechnet habe oder so, dass es da nicht hinkommt. Ihr wisst ja, auf meinem Konto sieht das manchmal ein bisschen anders aus, weil ich meine Beträge ja immer aufrunde. Und dann denke ich noch so, ach, das und das ist übrig und hebe das von meinem Konto ab, aber vergiss es hier als Einnahme einzutragen. Deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein, denn ihr wisst ja, ich runde ja meine Fixkosten immer auf einen ganzen Fünfer oder einen Zehner. Und damit ja, ist das manchmal nicht so ganz genau. Ne? Also Rubbel Challenge haben wir 15 Euro reingetan. Puzzle nur 1 Euro. Jeder kann sparen, waren 4 Euro. 100 Umschlag würde ich sagen 20 Euro. Und mein Jahresspiel hat, was haben wir da nochmal reingetan? Ich weiß es nicht mehr. Pfand, Kleingeld. Da ist es 7 Euro. So, das heißt, mal schauen, wie viel. Also sind 8 plus 15 plus 5 plus 27. Das sind 55 Euro. So, den Zehner packe ich erstmal noch beiseite. Und die 20 packe ich schon mal in den Umschlag rein und
Dann stelle ich den hier vorne wieder hin. Und ja, dann machen wir es halt beim Cast-Stuffing oder so. Oder in der ersten Woche. Wir werden es sehen. Irgendwann werden wir den hier zu Ende füllen. Wir gucken mal, was wir jetzt anmalen können damit. Also, einmal müssen wir ja noch die 1 Euro. 1 Euro ist lila. Habe ich hier zufällig gerade liegen. So, und dann nehmen wir mal gelb für 46. 46 ist der niedrigste Betrag, den ihr reintun könnt. Naja, so, gut. Dann haben wir das jetzt gemacht und ich würde sagen, wir müssen mal eben meine Challenges zusammen machen. Da mache ich das jetzt aber so, ich fülle jetzt mit euch nur zusammen diese Spalte aus, ja, damit ich das eintragen kann für den Monatsabschluss. Alles andere, das ist eher für mich, ja, plus 162 plus 69,60 plus 55. Das heißt, wir haben 359 Euro und 73 bei den Sparspielen ausgegeben. Also das finde ich richtig gut, denn ja, man braucht ja, also man muss ja ein bisschen sparen, es nützt ja nichts und das gibt einem ein wirklich gutes Gefühl, finde ich. 7,3. So, dann wollen wir mal gucken, wie das so passt. Achso, die Zusatzeinnahmen. Ich hatte ja einige. Das habe ich, glaube ich, auch schon aufgeschrieben. 1051 und 38 Cent. So, dann wollen wir mal schauen, wie das passt. 1051,38. Ich habe das natürlich schon mal gerechnet, ne? Ist klar. Aber man kann sich ja auch mal vertun, so. Ich bereite mich eigentlich immer sehr, also ich versuche mich relativ doll darauf vorzubereiten auf die Videos. Aber manchmal vertippe ich mich, das schreibt ihr auch immer ganz lieb in die Kommentare. Ich habe auch heute Morgen gelesen, dass ich mich irgendwo schon wieder vertan habe. Vielen Dank, dass ihr immer so schön aufpasst. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich antworte auch noch und verbessere das, was ich schon wieder verbockt habe. Also 3.536,79 Euro war meine Einnahmen diesen Monat. Also richtig gut. Ich freue mich da mega drüber. Jetzt gehen wir mal zu den Ausgaben. Die waren natürlich auch ziemlich hoch. Plus 860 plus 1270. Aber ihr wisst ja, einen großen Teil davon habe ich ja auch gespart. Also ist alles gut. 0,73 plus. Na, ihr seht das, das wird ziemlich knapp. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. 9,4 gleich. Achso. Ja, da bleibt ja auch. Also es ist doch so gekommen, wie ich es ungefähr mir vorgestellt habe. So, also 3.514,73 Euro hatte ich Kosten. Also ihr seht schon, ich bin nicht ins Minus gekommen, auch nicht nach der Rechnung. 6,79 sind gleich 22 Euro plus. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe hier nur noch 10 Euro, der Rest liegt auf dem Konto. Ich lasse das, auf dem Konto liegen und nehme das einfach in der nächsten Woche als zusätzliche Einnahme. Und ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen einmal noch, es nützt nichts, also natürlich für all die, die noch Lust haben, da mir zuzuschauen, müssen einmal noch meine Söckchen anmalen und wir müssen mein Geld für, wo ist es? Geschirrspüler, Rubbel-Challenge. Das kommt noch in meinen Urlaub rein. So viel Zeit muss sein. So, Kleingeld hatten wir gar keins. Sehr schön. Und das sind diesen Monat 10, 20, 30, 40, 45 Euro. Ich glaube, das ist relativ viel. So, 45 Euro. Das kommt hier noch rein. Oh, Moment. Das Geld werde ich wieder auf mein Konto buchen, beziehungsweise das hebe ich weniger vom Konto ab.
So, das kommt dann also in meinen Bankumschlag. Und dann brauche ich das Geld nicht abzuholen beim Cash-Stuffing. Also heute ist der, was habe ich gesagt, der 6., dann müsste heute der 27. sein. 27.04. Ich schreibe mal Abschluss. Und zwar kommen da 45 Euro rein. Ach so, genau, das hat sie mir einmal gesagt. Da habe ich, kann man wieder nicht rechnen, 555,50 minus 50 sind natürlich nicht 500, sondern sind 505. Das hatte sie mir gesagt. Und jetzt kommen hier 45 wieder rauf, dann sind wir wieder bei 550,50. Die gehören natürlich hier auch hin, denn die hatte ich ja nicht ausgegeben. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, euch hat mein Video Spaß gemacht. Und für all die, wie immer, die noch Lust haben, könnt ihr noch sehr gerne zuschauen bei meinem Söckchen anmalen. Und die anderen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns zu meinem Cash-Stuffing. Nein, erstmal, doch, Budgetplanung und Cash-Stuffing. Ich denke, das werde ich auch in eins machen oder ich weiß es noch nicht so genau. Lasst euch da bitte überraschen. Ich wünsche euch jedenfalls alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und alle anderen dürfen mir gerne natürlich wie immer zuschauen, wie ich meine süßen vier Söckchen anmale. 1, 2, 3, 4. Und ich kann euch mal berichten, ich habe ja euch mal ein Foto gezeigt von meinem, ich sage mal, sehr günstigen Gewächshaus. Es hat ja schon so ein bisschen gestürmt bei uns. Und ich muss sagen, oh, die Farbe passt gar nicht, das wollte ich mal sagen. Egal, ist egal. Dass das im Moment sehr gut hält. Ich habe da so eine Plane drauf und da habe ich überall Steine drauf gelegt, damit es für den Wind natürlich etwas schwieriger wird, es wegzuwehen. Und ja, es erfüllt mich total mit Freude. So, ich habe heute gerade meinen Salat in größere Behältnisse eingepflanzt. Und ich finde, ja, keine Ahnung, das macht so Spaß, den dabei zuzugucken, so auch wie schnell die Pflanzen da kommen. Also mir macht es einfach mega Spaß. Ja, und gestern haben meine Schwiegermutter und ich, ihr wisst ja, wir haben ja damals auch zusammen den Nähkurs gemacht und gestern haben wir zusammen genäht und wir nähen gerade so ein Hoodie-Kleid. Also in so Alpenvlies. Ist natürlich nicht unbedingt was für den Sommer, aber egal. Der passt ja auch noch im Herbst. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Säckchen anmalen. Wir können mal eben kurz sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14, 28, 30 Mal. Was? 7, 14, 21. 22, 23 Mal. Ich wollte gerade sagen, 30 wäre ein bisschen viel. Auch euch wünsche ich noch alles, alles Liebe. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.